erkennst du deinen wahren Wert. Fuck. Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny. Ich hab dich. Lothrok fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn. Moin zusammen, weiter geht's mit Cyberpunk 2077. Bei der Verbindung zum Cloud-Speicher ist ein Fehler. Okay, mal ein Glück, dass ich hier, ne? Wann das? Dass ich hier selber abspeichere. Der Ripper Dog, genau. Hey Leute, ich freue mich, dass ich euch wieder bei mir habe. Und was sagt ihr zu diesem Arasaka-Flugzeugträger, der in Night City angedockt ist? Heißt Kujira oder der Wal? Angeblich meinte der Konzern, dass die japanischen Gewässer nicht sicher sind. Sie hatten wohl Angst, dass Fischer ihn vielleicht für bestimmte Forschungszwecke haben. Ja, das hatten wir ja schon mal gehört, ne? Oh, wie? Keinen Schönheitsschlaf gekriegt? Egal, steh auf! Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Am Verlinken mit dem Konzern, Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss so weg. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich warte. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an. Ich warte unten auf dich. Guck mal. Andere Klamotten hier oder Kleiderschrank öffnen? Huch! Was ist denn da los? Was mit meiner Maus? Ach so, Tutorial, alles klar. Schrank, du kannst bis zu 6 Outfits in deinem Kleiderschrank speichern. Diese können dann jederzeit im Abschnitt Outfits in deinem Inventar aktiviert und deaktiviert werden. Das Aktivieren eines gespeicherten Outfits verändert das Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung, aber nicht ihrer Werte. Sämtliche Kleidung, die du findest, erhältst, herstellst, zerlegst, kaufst oder verkaufst, wird im Spiel deines Kleiderschranks hinterlegt. Ach so, guck mal, dann könnte ich ja im Prinzip... So, erstmal, ne? Verschlissen ist Kurztop. So, gut. Mäuschen kann sich wieder umdrehen. Alles gut. Ihr Lieblingstop. Und jetzt können wir gucken. Wie ist Hose? Ja, das Outfit fand ich eigentlich schon nicht schlecht. Was sind Flipflops? Ja, die sehen auch cool aus, die Treter. Naja, mit Absätze nicht. Wir nehmen mal die da. Ja, da haben wir nur diese komische Lederhaube, ne? Nee, danke. Ach, guck mal, mit der Lederhaube wachsen auch die Haare. Das ist ja auch nicht verkehrt. Genau, guck mal, jetzt ist Outfit 1, ne? Outfit 2 ist sie direkt wieder nackt. Outfit 1 hat sie dann das da. Okay, cool. Ja, gehen wir hier mal raus. Inventar. Nochmal hier rüber reingehen. Nein, nicht im Kopf. Weste 5,9.
2,9. Warte mal, da muss ich darüber doch noch mal in den Kleiderschrank. Outfit 1. Ja, das nehme ich andere Westen noch dabei. Verfügbare Kleidung. Prunk Admin Weste. Also das speichern wir als Outfit 1. So, dann ist sie so optisch unterwegs. Aber angeplündert. Das ist dann der andere Kram, ne? Okay, nur die zweite Weste. Weiß ich gerade nicht, warum ich die jetzt hier nicht anziehen kann. Okay, das ist im Inventar auf jeden Fall. Outfit, ach guck. So sehe ich jetzt aus, aber die Werte sind noch dieselben, ne? 9,9, 5,9, genau. Okay, das ist cool. Dann kann man ein bisschen mehr auf Optik achten und rennt nicht mit einem riesigen Helm rum, weil er einfach die beste, die besten Level hat. Levelaufstieg, Charakter. Haben wir noch einen Punkt? Verfügbare Attributspunkt. Ach, guck mal, da kann ich auch noch einen. Handfeuerwaffen, Klingen, Gewehre. Ausgegebene Punkte. Ja, Vorteilspunkte, aber nicht Attributspunkte. Wie komme ich denn an die jetzt ran? Zum Lernen erhalten. Ach so, darüber. Schaden mit Klingen, ne? Trefferchance erhöht. Tatsächlich. Reflexe 7. Okay. Ich brauche auch so einen Raum, definitiv. Was auf der Couch? Nee. Okay, gehen wir einfach mal los. Triff dich mit Jackie. Hey V, hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, V. Gewaltige die Konfrontation. Night City ist für seine Mist. Steckst tief in der Scheiße! Hast du bis zum... Shit! Aber ich heile mich wieder, ne? Kann ich denn die Waffen wegpacken? Ey, das sah cool aus. Okay, warte mal. Ich muss einmal kurz gucken, wie ich meine Waffe wegstecken kann. Ups, nein, nicht Bonus, in alter Einstellung. Da, Tastenbelegung. Quicksave, Erkundung und Kampf. Gucken. Waffe ziehen, wegstecken. B. Auch mich fast gekillt tatsächlich, ne? So. Inventar. Da haben wir noch was anderes, ne? Stellt sofort 15%. Und danach 30 Sekunden lang 3%. Da nehmen wir mal einen von. Das? Okay, das ist egal. Überall wieder Snackautomaten, ne? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man irgendwie... Ah, okay. Also sprinten und dann C drücken, dann kann man so ein bisschen ranrutschen. Ich weiß gar nicht, ob man hier irgendwie auch verhungern kann. Was ist los? Ja, verkaufen. Ah. Guck mal, 76, 6, 12 bis 15.
sprechen. Zweimal dieselbe Pistole, ne? 5,36 Angriffe pro Sekunde. Die ist ausgerüstet. 5,36. Das ist die alte, ne? Ja, die kann ich zurückkaufen. Nein. Kann man einen Schubs geben, ne? Schöner Tag, oder? Jeden Tag das Gleiche. Komm schon, du Scheißteil! Oh. Nur was das Schlimmste an diesem Ort ist? Die Menschen. Der beschissene Geschmack. Ja, es sieht aber schon lecker aus, ne? Hier ist Fressmeile. Was meinst du? Wie gefällt dir mein neuer Bart? Hat mir ganz ziemlich die Fresse poliert. Wer neugierig, wie er eine wie dich handhabt. Ah. Was meinst du? Trainingsball. Wo hast du den her? Woher hast du den, Fred? Von der Straße. Hat mich mit seinen großen Augen angeguckt. Da habe ich ihn mitgenommen, gefüttert, was angezogen. Nein, im Ernst. Ist ein Militärbad. Echtes Schnäppchen. Ein guter Joom hat ihm ein paar Upgrades verpasst und das war's. Okay. Na, wie geht's so? Der Kampf geht gleich los. Willst du keine Notizen machen? Melon gegen Hernandez. Nein, unser Kumpel hier guckt kein Fern und redet auch nicht. Er lässt lieber seine Fäuste sprechen. Okay, sicher, warum nicht? Los geht's. Füße bewegen. Und den Kopf auch. Gut, dann wollen wir mal, ne? Oh shit, der gibt's. Au! Absolut. Nein, dabei können wir es nicht belassen. Ich meine, Scheiße, er hatte seine Uniform an. Wow, ich hab doch geblockt. Wow! Nicht übel. Wenn du Zeit hast, arbeiten wir an deiner Technik. Okay, ich sprich mir noch einmal. Nein. Nein, das ist nicht schlecht. Okay, und hier ist so eine Muckibude. Kann man aber gerade nicht nutzen, ne? Um irgendwie Kraftpunkte zu erzeugen. Neue Mission, die Waffe. Warte mal, ich muss mal einmal gucken. Meine Waffen jetzt. Hauptmission, der Ripper Dog. Triff dich mit Jackie. Die Waffe, Bedrohung, Mittel. Das Geschenk. Wenn du nun mal wieder Bock auf Koma hast, wirst du keinen besseren Ripper als Victor finden. Naja, vielleicht doch, aber die anderen kannst du dir nicht leisten, Chica. Nicht, dass du dir Vic leisten kannst, aber er hat was für dich übrig. Er meint, du hättest ein gutes Herz, so wie er. Aber ehe wir bei Vic vorbeischauen, sollten wir entscheiden, was wir als nächstes tun. Ja, ich gehe mal mit der Hauptmission lang. Bedrohung sehr hoch. Beat on the bread.
Auswählen. Ziel verfolgen. Ja. Für Schüsse? Das Albatama-Matsuri-Festival steht unmittelbar bevor. Aus diesem Anlass sollen die Straßen vor allem mit besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belegt werden. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Biber-Virtuosen mit traditionell dargebotenen No-Theater-Vorstellungen. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werden. Noch mehr Fressmeiler. Was? Ach, das sind Cops. NCPD Scanner-Delikte. Das NCPD Lips, das Police Department, bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Aufträge. Fixer kontaktieren dich, wenn du dich einem Auftragsort näherst. Dieser Vermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Lass mich nur kurz aufwischen. Dann besuchen wir Senior Vector. Hm, zeig dich. Mann gegen Mann, Rammstein. Was ist jetzt? Hätte nicht gedacht, dass du asiatisch magst. Dachte, das wäre dir zu exotisch. Wie meinst du? Was gibt's da nicht zu mögen? Denn, yep, Synth Roast Beef, yep, bisschen Chili obendrauf und schon hast du Mama Wells berühmte Suppe de Fideos. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja. Sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Dex ist noch dabei. Okay, cool. Guck mal, dadurch, dass ich Street Kid genommen habe, habe ich hier gleich noch eine extra Gesprächsoption. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Dex-Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Dachte, Dex wäre vor Jahren aus dem Ring geflogen. Hat sich mit den Falschen in Pacifica angelegt. Dann gab's Ärger. Gangkrieg vor 2 Jahren. Dex war irgendwie darin verwickelt. Gab eine Menge Leichen, als die Ballerei endlich vorbei war. Aber Dex hatte Glück. Konnte untertauchen. Bis alles ruhiger wurde. Hat eine Weile gebraucht, aber ist mit einem Paukelschlag zurückgekommen. Okay. Das ist der Moment, Jackie. Unser Durchbruch. Nee, irgendwas daran stinkt. Jack, der Typ steckt bis zum Ellbogen im Blut. Und du willst ihm die Hand schütteln und für ihn arbeiten? So ist das eben wie. Jeder hier hat Blut an den Händen. Abhaken und weitermachen. Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter 4 Augen. Kein Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Chica. Warum soll ich gehen? Habt ihr ohne mich Strohhalme gezogen, oder was? T-Bug und Dex kennen sich eine Weile. Und meine Visage ist nichts Neues. Dex will dich eben abchecken.
Pass auf. Es ist sein Job, also gelten seine Regeln. Für jeden ein individueller Ansatz. Alles halb so wild. Vertrau mir. Dann habe ich wohl keine Wahl. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Padre und Makako. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe. Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer wedelt mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddies. Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Ein Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den ihm der Kunde hinstellt. Klar. Ja, guck mal, ich probiere mal was. Tiefenschärfe, Kamera bewegen. Kamera drehen. Schärfe Q. Screenshot machen. Fotomodus beenden. Ah, schade, ich dachte, ich kann so ein bisschen rauszoomen. Okay, lassen wir mal. Ach, man säuft zusammen. Aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Wie kannst du dein derzeitiges Fahrzeug an einen Standort rufen? Also mit V. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt oder was? Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Okay, der Ripper Dog aktualisiert. Yeah, setz dich auf den Fahrersitz. Nächster Halt. Ripper Dog? Hey, Chica, mach langsam, okay? Ich hab grad erst gegessen. Wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Hab ein Date mit Misty. Was du nicht sagst. Und ob. Sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Das ist rot oder darf ich fahren? Nee, ich fahre noch mal. Das grün, also hier links, ne? Raritäten. Wenn du Night City und die Badlands erkundest, stolperst du vielleicht über Behälter mit wertvollen Items. Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Schnellreise. Ah, okay. Das ist ein Schnellreise-Terminal. Aber ich habe da vorne gesehen. Oh, guck mal, Athletik. Pluspunkte gesammelt. Verkaufen. Ach, schade. Hier ist was los. Hey, V. Dr. Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Okay. Du siehst fröhlich aus. Bin ich auch. Immer. Erleichtert das Leben. Aber Wir haben einen die Welt als Wille und Vorstellung. Großen Fisch im Afterlife. Wird das gefährlich? Überdies, alles nun ist der Tod die größte Gelegenheit, nicht mehr zu sein. Wohl dem, der sie benutzt, während das Leben ist der Wille des Menschen ohne Freiheit. Auf der Basis seines unveränderlichen Charakters geht sein Handeln an der Kette der Motive mit Notwendigkeit vor sich.
Nun trägt aber jeder in seiner Erinnerung gar vieles, das er abgetan und worüber er nicht mit sich selbst zufrieden ist. Lebt er nun immer fort, so würde er, vermöge der Unveränderlichkeit des Charakters, auch immer fort auf dieselbe Weise handeln. Demnach muss er aufhören zu sein, was er ist, um aus dem Keim seines Wissens als ein neues und anderes hervorgehen zu können. Da erlöst der Tod jene Bande, der Wille wird wieder frei, denn im Essen, nicht im Operari, liegt die Freiheit. Arthur Schopenhauer. Keine Sorge, Amor. Wir sind kugelsicher. Ach, guck. Horoskop, Geschichten. Nachricht lesen. Boah, das ist aber viel Text, ne? Ja, nee, komm. Hallo, ist da jemand? Jetzt bin ich raus auf der Rückseite. Victor's Klinik. Vicky, fit wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, wie. Ist eine Weile her, also... Was führt dich zu mir? Obwohl weit verbreitet ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher, invasiver Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Docs in Night City arbeiten diverse Ripper Docs. Ach so, ich habe nicht gesehen, dass da ein Doppelpunkt ist. In Night City arbeiten diverse Ripper Docs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle ein gewünschtes kybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. Führt dich zu mir. Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von einer Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleine. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Kennst du Dexter DeShawn? Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig, sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Okay, ich will ein Upgrade. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn. Ein von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dex DeShawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. Oh. Ich hab da 21.000. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Setz dich hin und entspann dich. Sitzen. Hiroshi-Optik. Das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Boah, das ist ein Auge. Verlink dich. Hiroshi, die Tech ist vom Feinsten. Hiroshi? Vic, das ist das Beste, was man finden kann. Klingt für mich, als wär's genau das Richtige. Ich hab versprochen, dich zu bezahlen, aber das... Das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Okay. Du schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffertigkeit verbessern und dir dabei helfen können, Gefahrensituationen lebend zu überstehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahre 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um einen gefährlichen, invasiven Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten zuverlässig durchgeführt werden kann. Ripper Dogs. Boah. Wow.
Betriebssystem verfügbar. Nervensystem, Immunsystem, Kreislaufsystem, 4 Items. Aber ich glaube. Okularsystem, ja, er hat ja Augen, ne? Guck mal. Gehirn, Gehirn, Gehirn. Das geht dann ins Kreislauf. Immunsystem, Nervensystem. Integument-System. Keine Ahnung, was das ist. Skelett, Hände. Arme. Raketenabschusssystem. Monodraht, Cyberware, Mantis-Klingen. Ja, die Dinger will ich später haben. 20 Street Cred. Kommt aus dem kompletten Unterarm eine Klinge raus, ey. Gorilla-Arme. Nee, nee. Ich will die Mantis-Klingen später. Okay, machen wir erstmal die Augen. Giroshi-Optik MK1. Diese optische Cyberware von Giroshi bietet eine extrem beliebte Reihe von elektroneuralen Verbesserungen mit Scan-Funktionen für die Umgebung des Benutzers. Ja. Du kannst Cyberware, die du im Spiel findest, in jeder Ripperdog-Klinik installieren lassen oder verkaufen. Okay. Jetzt habe ich die Augen drin, ne? So, habe ich da ein Betriebssystem? Ne, das müsste ich alles kaufen. Okay, machen wir erstmal weiter. Das muss ich mir in Ruhe anschauen. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Die Augen haben wir, ne? Escape? Nein. Ich habe gerade keinen Plan, wie ich hier wieder rauskomme. Victor's Clinic. Schrank verkaufen. Ich habe keinen Plan, wie ich hier wieder wegkomme. Aber schneiden wir auch raus am Ende. Cyberware. Die Items war. Ach so, Hände! Hier, verfügbare Items. Das hat er mir auch noch vorgegeben. Ballistischer Co-Prozessor. Erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch die Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Okay, jetzt schließen. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Hm, das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tag. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Nightfucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Okay, Arm hinlegen. Genau so, danke. Jetzt noch ein Anästhetikum und dann wird geschnitten. Spürst du was? Fühlt sich an wie beim Zahnarzt. Live-Kommentar? Ernsthaft, Doc? Klingst wie ein Zahnarzt. Die können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Boah.
Okay, testen wir es und sehen die Magie in Aktion. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Besser denn je? Wow, das ist fantastisch, Vic. Sehr schön. Zeig. Menschen scannen. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen. Zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick-Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Für den Scanner. Zivilist. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Boah. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Ja, abgefahren. Warnungsdatenbank. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahrendaten mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Okay, Waffe ziehen. Was ist mit dem Virus? Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Du bist der Beste, Vic. Ich schulde dir was. Dann los. Zeig ihnen, was du kannst. Neues Item erhalten. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Wo bleibst du? Beweg deinen Arsch. Mission abgeschlossen, der Ripper Dog. Wer gewinnt? Hernandez. Weißt du, früher hätte Malone dieser Krüppel längst auf dem Boden gelegen. Aber jetzt hat jeder Schädelpolster drin. Schluckt 75% jedes Hiebs. Hast du auf diesen Kampf gewettet? Nein, ich guck's nur gern. Alte Gewohnheit, schätze ich. Es fehlt dir, oder? Ja. Ich will meine Schulden bezahlen, ja, ist nicht. Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an. Die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Okay. Fernseher. Geil. Okay, ja, ich würde sagen, hier mache ich eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Viel Spaß weiterhin, bis gleich. Und ciao.